Eine Gruppe, die die Impfpflicht nicht betrifft, und die haben Sie auch schon angesprochen, das sind die Kinder. Jetzt wurde heute ein Film, ein Erklärfilm für Kinder vorgestellt, der denen das Ganze näher bringen soll. Gibt es nachher auch auf Vollete zum Nachsehen übrigens. Wie wurde denn bisher die Impfung für Kinder in Vorarlberg angenommen? Eigentlich überraschend schnell und gut. Natürlich wünscht man sich mehr in dem Zusammenhang, das ist klar. Aber ich habe es auch für wohltuend empfunden, dass auch jene einmal auch öffentlich sichtbar werden, die jetzt einfach sagen, auch als Eltern, wir haben uns das überlegt und wir gehen zu dieser Impfung mit den Kindern. Und dass das auch sichtbar geworden ist. Es wurde am Anfang immer gesagt, bei den Kindern muss man aufpassen, muss man natürlich auch. Bei Kindern muss man sich, glaube ich, noch dreimal überlegen. Aber am Ende ist es klar, es wird empfohlen, es ist von der EMA zugelassen. Ich habe damals gesagt, wenn die Zulassung da ist, beginnen wir am selben Tag oder am nächsten Tag mit der Impfung. Gemeinsam mit der Stadt Wien, die hat auch begonnen, auch Tirol hat jetzt begonnen. Das ist gleich hochgestartet, die ersten 1500 Kinder wurden geimpft. Also das geht schon in die richtige Richtung. Wird man da ordentlich eigentlich auch Termine anbieten, ausreichend Termine in den nächsten Wochen auch, dass man recht, wenn man sich kurzfristig entscheidet, sein Kind impfen zu lassen, dass man dann auch Natürlich, relativ für schnell. uns war es jetzt ein erster Durchlauf, zu sehen, ob das funktioniert. Sehr schnell hochgestartet. Diese Kinderimpfstation ist an zwei Stationen im Lande eingerichtet, wird auch bleiben und es werden die Termine zur Verfügung gestellt. Und ich kann nur sagen, ohne Druck zu machen, überlegen Sie sich's gut, entscheiden Sie sich, reden Sie mit einem Kinderarzt, einer Kinderärztin oder mit einem Vertrauensarzt auf jeden Fall und stellen Sie auch die Frage, soll ich mein Kind impfen lassen, um auch die Skepsis abzubauen. Aber wie gesagt, die ersten 1500 haben es gleich genützt. Mehr als 66.000 Briefe wurden versendet oder werden versendet. Zudem gibt es nun zahlreiche SMS, die viele Vorarlberger jetzt unter anderem heute auf ihrem Smartphone oder was auch immer bekommen haben. Was ist die Erwartungshaltung bzw. die Hoffnung, was man da, wie viele man da erreichen kann und wird? Also an dem haben wir länger gearbeitet, auch aus Datenschutzgründen und letztlich jetzt auch dafür entschieden, es zu machen. Es sind 230.000 SMS heute versendet worden oder jetzt in diesen Stunden läuft das ja immer noch. Da haben sich in der ersten Stunde schon über 1.000 Leute wieder angemeldet. Also man hat gesehen, das wirkt auch sehr schnell. Wir haben bei diesem SMS auch die Möglichkeit gemacht, da die Termine selber zu verwalten auf dem neuen Covid-Portal. Das wird noch bürgerfreundlicher, aber gleichzeitig auch daran erinnert, dass es wichtig wäre, sich impfen zu lassen und eben auch gleich Termine zu machen. Es soll uns helfen. Es ist ein Service an die Bevölkerung. Und wir haben über 60.000, also genau gesagt 66.000 Briefe versendet. Mit einem fixen Impftermin für Ungeimpfte. Die müssen sich nicht mehr anmelden, sondern einfach hingehen. Ich erwarte mir da schon noch ein paar Prozent, die sich dann auch bewegen lassen. Die Deutschen haben jetzt einen Impfgeneral, nach dem Vorbild, wie es die Italiener und die Portugiesen gemacht haben. Wäre es jetzt im Hinblick auf die Kommunikation und die Kampagne in Sachen Impfpflicht, auch eine Idee, die man sich für Österreich vielleicht überlegen sollte? Na, Impfgeneral klingt ein bisschen militärisch, aber wir haben Es ist wirklich ein General. ja, wirklich ein General, stimmt, also dort ist es militärisch organisiert. Das muss bei uns nicht so sein. Wir haben mit der Landesrätin eine perfekte Frau an der Spitze, die sozusagen als Impflady agiert und Aber sehr daran arbeitet, dass die Leute sich überzeugen lassen. mit Verlaub, das ist ja auch etwas, das immer kritisiert wurde in Österreich, dass grundsätzlich immer die Politiker mehr die ganzen Kampagnen etc. kommunizieren und nicht die Experten oder wie es auch in Dänemark war oder in Spanien, wo meistens die Kampagnen von Experten getragen wurde. Wir waren da eigentlich von Anfang an ein bisschen anders aufgestellt, weil wir in einem Krisenstab arbeiten. Das ist auch für das Land Vorarlberg eigentlich so typisch. Das ist keine reine politische Veranstaltung, wenn man so sagen will, wo wir alleine das nur tragen, sondern wir lassen uns ständig beraten. Der Armin Fiedler ist ständig auch bei Ihnen zu Gast. Einer unserer Experten, der auch in der Corona-Kommission sitzt, dort hören wir auch genau hin, der wiederum sehr vernetzt ist mit den Wiener Experten, mit dem Universitätsbereich. Aber wir haben natürlich auch den Landessanitätsdirektor immer dazugezogen. Im Krisenstab des Landes ist eine große Zahl von Experten, die uns da ständig berät. Das heißt, wir verlassen uns da nicht nur auf politische Eindrücke und auf Notwendigkeiten, sondern wir nehmen immer wieder Experten zur Hand, die uns natürlich bei den Entscheidungen, auch jetzt, wie es weitergeht, natürlich beraten.